Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Spektakel war bisher bei beiden Mannschaften angesagt. Zweites Spiel hat Leipzig 4:5 gegen den HSV verloren. Und Frankfurt noch irrer. 4:3 gegen Bielefeld gewonnen, 3:4 gegen Dortmund verloren. Also sensationell. 14 Tore in 2 Spielen. Also wir können uns auf diese Partie sehr, sehr freuen. Meine Mannschaften haben bisher wirklich einen Top-Eindruck hinterlassen. Guter Abschluss und das geht doch schon gut los mit dem ersten Tor für die Leipziger. Torschütze Lorenzo Cocco. Auch der Top-Torjäger der Leipziger in der Liga. 9 Saisontreffer hat er erzielt. Und auch hier in Lübeck erfolgreich. Die Leipziger mit der 4. Turnierteilnahme 2016 bei der Premiere hat es gleich für den Cup-Gewinn gereicht. Frankfurt zum 9. Mal dabei. Noch kein Finalanzug zu verbuchen. Vielleicht ändert sich das ja in diesem Jahr. Auftakt auf jeden Fall vielversprechend für die Hessen. Guten Eindruck gemacht bisher. Nächster Abschlussversuch für die Leipziger. Oh, fast zu kurz. Hier der Blick auf die Frankfurter Bank. Trainer Anouar Daou, 38 Jahre, Deutsch-Marokkaner. Seit 1.7.2014 schon bei Eintracht Frankfurt. Das ist im Jugendbereich eine wahnsinnig lange Zeit. Dreht sich ja ganz viel. Oft auch mit Wechsel von irgendwelchen Sportdirektoren, veränderte Ausrichtungen, dass dann sich viele Räder drehen. Und natürlich, also da, wo gute Jugendarbeit gemacht wird, immer wieder auch ein Abwerben von Trainer. Christian Flüthmann zum Beispiel, der hier ein paar Jahre mit Borussia Dortmund war, ist mittlerweile Co-Trainer in England, Norwich City. Co-Trainer von Daniel Farke. Oder eben auch das Gerücht, dass der aktuelle U23-Trainer beim BVB Richtung Huddersfield geht als Chefcoach nach England. Guter Abschlussversuch jetzt hier für Frankfurt. Das erste Mal, dass sie so ein bisschen gefährlich Richtung Tor der Leipziger. Der Partie nochmal. Thomas Peters, 29 Jahre jung, von Tura ist bekannt.
die Leipziger vor genau einer Woche auch beim Norit Cup in Dettelbach angetreten, genau wie die Frankfurter. Frankfurt ist ins Halbfinale eingezogen, Leipzig sogar ins Endspiel. Das wird allerdings verloren mit 1:2 gegen Bayern München. Dabei gab es noch in der letzten Spielminute ein Wembley-Gedenktor, wo bis heute nicht ganz klar ist, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Wäre das 2:2 gewesen und dementsprechend das Nonmeterschießen. Mit den Leipzigern ist in der Halle also absolut zu rechnen. Das haben sie vor einer Woche bewiesen. Nochmal geklärt. Ballbesitz für Eintracht Frankfurt. Der Ballverlust, die große Chance, Überzahl für Leipzig, da muss ein Tor raus werden und das spielen sie dann aus. Tim Koch trifft für RB Leipzig zum 2:0. Wunderbar quergelegt und dann gehört es zu den etwas einfacheren Aufgaben eines U16-Spielers, da noch zu treffen. Leipziger Tabellendritter in der Regionalliga, 7 Punkte hinter Tabellenführer Karlsruher Jena. Allerdings das die U17 und nicht die U16. U17 der Leipziger ja in der B-Junioren-Bundesliga unterwegs. Frankfurt kommt nochmal. Wechsel nochmal bei den Frankfurtern. Die 4 Sekunden waren abgelaufen. Ist jetzt angehalten. Abstand eingehalten und weiter geht's. Klasse Spiel über die Bande. Alles riskiert da. Aber, guck. Das war Koko. Sonst treffsicherer. Aber Leipzig vor allem gegen den Ball immer wieder sehr, sehr aufmerksam. Ball wieder rübergelegt. Frankfurt macht jetzt auf. Große Möglichkeit. Wieder Koko. 3:20 vor dem Ende. Nochmal zu sehen. Armer draußen. Freistoß für die Leipziger. Die richtige Entscheidung. Nächster Abschlussversuch. Also Leipzig ist schon die klar bessere Mannschaft gegen die Hessen, die so ein bisschen platt wirken, so ein bisschen müde. Sind wahrscheinlich froh, wenn es eigentlich ins Hotel geht, ans Abendbuffet. Und dann in die Federn. Morgen früh sind die Frankfurter dann um 9 Uhr dran. Also
heißt es auch früh aufstehen. Leipzig ein Spiel später um 9.15 Uhr. Nächste Riesenchance. Koko, der könnte seine Trefferquote schon deutlich nach oben schrauben. Verpasst das momentan so ein bisschen. Jetzt nochmal die Chance. Auf engem Raum da wieder gut den Ball behauptet. Also man sieht schon ganz viele Anlagen, die der Junge hat. Wirklich klasse. Konterversuch. Aber wieder aufmerksam verteidigt. Im höchsten Tempo nach hinten gearbeitet. Leipzig sehr, sehr konzentriert, sehr, sehr konsequent. Lassen Frankfurt hier nicht so wirklich zur Entfaltung kommen. Nochmal gespielt, nochmal Überzahl. Und jetzt trifft er Lorenzo Koko. Erneut mit dem Treffer. Hier sehen wir es. 3-0. Nochmal deutliches Ergebnis. Und da ist man hochzufrieden. Schraubt das Punktekonto auf 6 rauf. Und auch in der Art und Weise absolut überzeugender Auftritt. Und da gab es den Anschlusstreffer. Das 1-3. Aber sicherlich zu spät. Nochmal die Chance und das ist das 2-3. Apel Gotra trifft für die Hessen. Und wir haben noch 5 Sekunden auf der Uhr. Sie müssen sofort an den Ball kommen. Lange Kugel, clever gemacht. Das gibt Zeit, das war's. RB Leipzig gewinnt mit 3-2 gegen Eintracht Frankfurt. Klingt knapper als es war.